Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode. Ja, was wie? Ich weiß immer noch nicht, wie ich diese Serie nennen soll. Zum Football Recap vom Wochenende. Ja, genau. Nicht ganz so professionell, beziehungsweise nicht ganz auf diese Art und Weise wie True Jordy, sondern einfach live ungeschnitten und roh. Also raw, ich weiß überhaupt nicht, ob man das so ins Deutsche übersetzen kann. Raw, live and uncut. Und extended, je nachdem, wie lange ich hier gleich labern werde. Es geht heute, nachdem ich über die Bundesliga bereits im letzten Vlog geredet habe, wenn ihr den sehen wollt, dann schaut ihn euch an. Geht es um Hannover 96, das heißt um das Spiel vom Sonntag. Dazu um die internationalen Top-Ligen und natürlich um Carlo Ancelotti und seine Spuckaffäre, beziehungsweise die Aufreger vom Wochenende. Ja, wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt gerne in die Videobeschreibung gucken. Da sind Links zu IGVault, da sind Links zu meinem Merchandise und zu meinen Social Media Accounts. Könnt ihr auf jeden Fall gerne vorbeischauen. Und ihr könnt natürlich auch gerne in die Kommentare eure Meinung schreiben zu den ganzen Sachen, über die ich jetzt hier heute rede. Beispielsweise darüber, ob Carlo Ancelotti für seine Mittelfingeraffäre, also die Spuckaffäre um ihn, die zur Mittelfingeraffäre um ihn geführt hat. So ein Schwachsinn. Sollte er dafür bestraft werden oder nicht? Und ich würde sagen, damit fangen wir einfach mal an. 96 kommt danach und dann die internationalen Ligen. Also, was war passiert? Der FC Bayern hat mal wieder in der Nachspielzeit, tief in der Nachspielzeit, den Ausgleichstreffer gemacht. In der 95 Minuten 59 waren es genau. Das heißt, obwohl nur 5 Minuten angezeigt wurden, wurde länger gespielt. So, dann gab es einen Freistoß. Dumm genug dabei, deinen Robben im Rückraum nicht zu decken. Also, auch wenn man nicht ahnt, dass Thiago dahin spielt. Ja, aber man deckt doch einen Robben im Rückraum. Andere Geschichte. So, Jahrstein hält, Lewandowski ist da, stochert rein und es steht 1:1. Bitter für Berlin natürlich, dass sie die Punkte dadurch verloren haben. Und vor allem die Aufregung groß, da ja schon die 96. Minute war. Ja, also es hätte ja normalerweise nur 5 Minuten Nachspielzeit geben dürfen und dementsprechend hätte nach 95 Minuten Abpfiff sein sollen. Zumindest in den Augen von Pal Dardai. Irgendwie ein bisschen lächerlich in meinen Augen. Also finde ich, weil ich denke, das hätte Hertha erstens so weitergespielt, wie sie in der Anfangsphase gespielt haben, beziehungsweise auch über weite Strecken der zweiten Halbzeit, dann wäre es wahrscheinlich gar nicht dazu gekommen, dass es 5 Minuten Nachspielzeit gegeben hätte, weil sie haben genug Zeitspiel dafür gemacht. Ja, also sie waren im Endeffekt daran schuld. Und zudem haben sie sich hinten reingestellt. Sie haben die Bayern genau das Spiel aufziehen lassen, was Bayern immer aufzieht in der Schlussphase. Ja, sie bedrängen den Gegner, sie pushen. Genau wie gegen Ingolstadt und das hat dann am Ende funktioniert. Hätten sie einfach das Ganze unterbunden und hätten sie einfach gesagt, nö, wir spielen genauso weiter, wir spielen mutig nach vorne, wir gehen aggressiv drauf und machen ein bisschen Risiko, damit kam Bayern nicht klar, damit kommt Bayern eigentlich fast nie klar mit so mutigen Gegnern. Hätte schief gehen können, aber auch so ist es schief gegangen. Von daher, naja. Und wenn man in der Verlängerung auch noch so viel Zeitspiel betreibt, dann ist es klar, also eine Verlängerung ist ja die Extrazeit quasi für die reguläre Spielzeit. Wenn man in der, das heißt auch für die beispielsweise Verzögerung und so, die man sich leistet. Wenn man aber in der Nachspielzeit auch nochmal verzögert, muss das doch auch irgendwie nachgespielt. Also ganz ehrlich, sorry, aber wenn man sich beim Abstoßen dann auf den Boden und oh Gott, und da verstehe ich auch Pal Dardai nicht, weil ganz ehrlich, das macht jeder Bundesliga-Verein, jeder Einzelne. Und diese eine Minute mehr, das war einfach in der Situation gerechtfertigt in meinen Augen. Dumm genug, dass das Tor da gefallen ist, aber passiert. Übrigens, am Tag danach, jetzt gerade Leipzig gegen Gladbach, da stand es auch, das war glaube ich 4 Minuten Nachspielzeit oder so, und es gab auch 96 Minuten, meine ich. Also Skandal, absolut. Also Bayern-Bonus nicht nur, sondern auch Gladbach-Bonus. Und, also schlimm, total schlimm. Aber da hat es wieder keinen gejuckt, weil das war ja gegen Leipzig. Ne? Naja, so auf jeden Fall hat Ancelotti danach auf dem Blick in die Katakomben den Hertha-Fans den Mittelfinger gezeigt. Mit der Aussage später vor dem Mikrofon, ohne irgendwie zu sagen, ja, habe ich nicht gemacht oder sowas. Das zeigt schon mal, dass er irgendwas hintersteckt, was er sagt. Allgemein denke ich, dass Ancelotti ein relativ ehrlicher Typ ist und relativ vertrauenswürdiger. Hat er gesagt, ja, die haben mich angespuckt. Also von den Rängen bespuckt auf den Platz. Also es ist relativ weit bis zur Trainerbank, aber ich kann es mir trotzdem vorstellen, irgendwie so. Gerade auf dem Weg halt in die Kabine. Und das Fußballpublikum in Deutschland ist nicht immer das Fairste. Da kommen wir dann mal zu Hannover gegen Dresden zu. Ich finde es okay. Ganz ehrlich, also wenn man mein Team die ganze Zeit beleidigt, was ja in jedem Stadion so, wenn man dann auch noch mich anspuckt oder verbal attackiert, dann ist es normal, dass er Emotionen sagt. Ich meine, klar, eine Professionalität, aber ein Mittelfinger ist jetzt auch nicht das Allerschlimmste von der Welt. Ist natürlich keine Vorbildsache, aber ganz ehrlich, es gibt so viel schlimmere Sachen im Fußball, da muss man sich nicht mit sowas aufhalten. Denke ich zumindest. Könnt ihr mir gerne, wie gesagt, eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich wechsle mal den Arm gerade, weil der eine fast schon einschläft. Wir kommen zum zweiten Thema und zwar zu Hannover 96 gegen Dynamo Dresden. Hannover brauchte dringend einen Sieg, weil hätten wir verloren und hätte Berlin mit 2 Toren Unterschied gewonnen gegen Karlsruhe, wären die sogar vorbei gewesen. Braunschweig wäre hinter uns geblieben, aber wir wären nicht mehr Zweiter gewesen, sondern Dritter nur noch auf dem Relegationsrang. Schönerweise hat Berlin aber nur 2:1, glaube ich, gewonnen. Ich weiß es gar nicht genau.
Und Hannover hat tatsächlich auch gewonnen mit 2-1 gegen Dynamo Dresden. Und das, obwohl es in der ersten Halbzeit gar nicht so aussah. 96 war in der ersten Halbzeit wieder relativ schwach. Also nicht nur relativ, sondern sehr, sehr schwach eigentlich. War wirklich ein bisschen ernüchternd, wie scheiße sie waren. Es ging nicht viel zusammen und Dresden hatte die Gelegenheiten. Ja, Dresden war bei meinen Augen auch nicht Welten besser. Also es wurde die ganze Zeit gesagt, gerade der Kommentator war absoluter Dresden-Fan. Das war hart nervig. Und der war verliebt in Stefan Kutschke. Ich glaube, das ist ein Pärchen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Stefan Kutschke ist übrigens der Sandro Wagner der zweiten Liga, für die, die es nicht wissen. Ja, genau. Also, die haben gut gespielt, keine Frage. Aber sie waren nicht so überrannt. Also, sie waren jetzt nicht Weltklasse oder so, dass man sagen müsste, boah, der 96 hat eine Wand gespielt. So war es auch nicht. 96 hat einfach scheiße gespielt. Kurz vor der Halbzeit dann aber gab es eine Gelegenheit. Also, es gab sowieso ein, zwei Gelegenheiten. Gerade ab der 30 hat 96 ist ein bisschen gefangen. Und ja, es gab die dickste Gelegenheit der ersten Halbzeit eigentlich für Ausmann auf der einen Seite, wo Hübner klasse dazwischen gegrätscht ist. Wunderbares erstes Spiel. Ich glaube, damit hat er sich für weitere Einsätze empfohlen, gerade jetzt, wo Anton gesperrt ist nächste Woche. Und auf der anderen Seite gab es eine Vorlage von Ivar Fossum, der in meinen Augen nicht so schlecht war, wie die Kritiken ausgefallen sind. Und Martin Hanik steht frei vom Tor. Kann annehmen, kann reinschieben, er schiebt ihn direkt, er schiebt ihn daneben. Ganz, ganz bitter. Hanik ist man normalerweise, also sowas ist man von Hanik echt nicht gewohnt. Aber gestern war nicht sein Tag so. Zweite Halbzeit geht los. 96 war im zweiten Durchgang meinen Augen das bessere Team. Sind deutlich besser aus der Halbzeit gekommen. Wir sind ja sowieso Spätstarter dieses Jahr. Das heißt, wir spielen immer in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Und hatten die dickeren Gelegenheiten. Natürlich macht Dresden erstmal ein Abseitstor durch Stefan Kutschke. Was aber auch abseits war, muss man nicht mehr viel zu sagen. Und hat dazu eine große Chance gehabt durch, ich glaube, Berko, die aber Sané gut vereitelt hat. Sané war allerdings dummerweise wieder mal so ein bisschen Lionel Sané-mal und musste wieder die ganze Zeit rumdribbeln. Das war ein bisschen, wer bis hierhin geguckt hat, Hashtag Lionel Sané-mal in die Kommentare. Das war ein bisschen nervig. Aber diese Aktion hat er gut gerettet und dann kam 96 mit den Chancen. Sind wir mal ganz ehrlich, Martin Hanek hätte da schon wieder zwei machen müssen im zweiten Durchgang. Ja. Also gerade die, oder einen machen müssen im zweiten Durchgang. Ja. Gerade die dicke Chance nach der Ecke. Ja, danach kamen ein paar Schüsse, es kamen allgemein ein paar Schüsse, beziehungsweise ein paar Bewegungen Richtung Tor von Dresden und dann kam die nächste Ecke und wieder wurde Hanek alleine gelassen am zweiten Pfosten. Sané verlängert, er steht da und stochert ihn rein. Sehr, sehr schön, 1-0. Für viele im Stadion natürlich überraschend, für mich auch überraschend, ich hätte nicht damit gerechnet. Aber gut, 96 in Führung. Dresden hat da ein bisschen mehr auf den Ausgleich gespielt. 96 hatte theoretisch, also war trotzdem gut im Spiel. Sie wurden auch jetzt nicht an der Wand gestellt, weil sie sich halt auch nicht hinten reingestellt haben, weil 96 das einfach nicht macht. Gab dann aber dummerweise trotzdem den Ausgleich nach einer dicken vergebenen Chance. Ich weiß gar nicht, war es von Karaman, war es von Hanek? Ich glaube, Hanek hat den Ball einfach nicht abgespielt. Da habe ich mich noch mega drüber auf. Nee, Hanek hat den Ball nicht quergelegt. Genau, das war die nächste dicke vergebene Chance. Rennt alleine mit Klaus aufs Tor zu, mehr oder weniger. Und er hätte ihn querlegen können. Ich glaube, Klaus wäre schnell genug gewesen. Aber er legt ihn nicht quer, sondern ballert ins Außennetz. Und aus dem Gegenangriff dann quasi steht 96 nicht gut. Und ja, Kutschke und gute Frage, wer das Tor vorbereitet hat, gehen alleine auf den Keeper zu. Ja, kann Schauner auch nichts mehr machen, Anton auch nicht. Und dann steht es 1-1. Schlecht. Karaman, gerade vorher eingewechselt, denkt sie dann aber, nö, setzt sich einfach mal durch im Mittelfeld, steht dann 18 Meter frei vor dem Tor, wenn du den allein vor dem Tor stehen lässt. Keine gute Idee. Zieht ab, macht es 2-1, ich absolut in Ekstase und 96 führt. So, Dresden hat der Hartmann, Moritz Hartmann, nee, Moritz ist er nicht, keine Ahnung, Hartmann auf jeden Fall der Kapitän da. Von Dresden hat später auch gesagt, sie wollte halt auf Sieg spielen, hat sich gerecht. Kann passieren, ja, definitiv. Aber trotzdem sehr, sehr bitter für Dresden. 96 hat dann ab und zu noch mal ein bisschen was nach vorne getan. Dresden hat es noch versucht, aber im Endeffekt ist nicht mehr viel bei rumgekommen und 96 gewinnt also dieses Spiel. Ist weiter Tabellenzweiter, setzt sich deutlich von BS ab mit 4 Punkten, ist 3 Punkte vor Union, also 3 Punkte vom Relegation und 4 Punkte vom Nichtaufstiegsrang. Das sieht sehr gut aus. Und das war eine Leistungssteigerung, zumindest in der zweiten Halbzeit im Vergleich zu Bochum und im Vergleich zur ersten Halbzeit gegen Dresden. Und jetzt gegen Bielefeld muss nachgelegt werden. Bin ich mal gespannt, wie das nächste Woche Samstag wird. So, genug über 96 und die Bundesliga. Jetzt kommen wir zu den internationalen. Okay, übrigens, ja, Leipzig gegen Gladbach, muss man nicht viel zu sagen. Ja, ist halt so. Und Schalke gegen Köln habe ich nicht gesehen. Aber unentschieden ist halt so. Ja. Internationale Ligen. Also, Blamage in England. Leicester ist angeblich auch rausgeflogen gegen Millwall, aber Burnley ist gegen den Fünfligisten Lincoln City rausgeflogen. Im FA oder im Reds Cup? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, FA Cup. Eieiei. Also, ich dachte, Burnley wäre nicht so inkonsequent. Aber gut, sowas passiert immer wieder. Ne? Ich meine, Leverkusen ist auch gegen Lotte rausgeflogen. Auch wenn Lotte vielleicht nicht ganz vergleichbar ist. Unbedingt mit Lincoln City. Aber fast die gleiche Größenordnung. In England ist meiner Meinung nach die 5. Liga ungefähr so stark wie die 4. hier. Mehr oder weniger. Ich weiß gar nicht, ob Lotte überhaupt 4. Liga spielt oder keine Ahnung.
Ja, genau. So, das dazu, italienische Liga. Da hatten wir unter anderem das wunderschöne Tor von Paolo Dybala. Die haben 4-1 gewonnen gegen Palermo. Dybala spielt momentan groß auf. Ich denke mal, da wird auch eine Inform bekommen. Also freut euch, liebe Ultimate Team-Spieler. Und dazu hat gestern Milan tatsächlich mal gewonnen. Und zwar gegen Fiorentina. Das hätte ich nicht gedacht. Normalerweise ist Milan in Topspielen ja immer so ein bisschen am Struggeln. Aber gestern haben sie gewonnen durch Tore von Gerard Deulofeu, der echt gut ist seit seiner Ankunft in Mailand. Und dazu durch Juraj Kutschka. Sehr, sehr schön. Gefällt mir gut. Ihr wisst ja, dass ich Milan sympathisant bin oder für Milan sympathisiere und dementsprechend habe ich also natürlich ziemlich gefreut, dass die da gewonnen haben. Real hat relativ souverän gewonnen gegen Espanyol, da gab es keine große Gefahr. Bale trifft bei seinem Comeback, wunderschön. Und ja, dann gab es noch die Ligue 1. Paris spielt 0-0 gegen Toulouse, das ist ungewöhnlich, vor allem weil sie dadurch federn lassen im Meisterschaftskampf. Und das Allerschlimmste, beziehungsweise das Alleraußergewöhnlichste war, aber das meistdiskutierte, war die rote Karte von Mario Balotelli im Spiel von Nizza gegen, oh Gott, ich weiß gar nicht, gegen wen sie gespielt haben. Ist im Clinch mit einem Verteidiger und das Ganze wird abgepfiffen und er meinte wohl zum Schiedsrichter danach, fuck off oder so. Also fuck off ist für mich halt keine Schiedsrichterbeleidigung, das ist halt so eine, also wenn er fuck off gesagt hat, dann ist das keine Beleidigung. Fuck off heißt ja nicht fuck yourself, sondern oh, komm. So kommt schon auf brutale Art und Weise. Also Gelb hätte es da, finde ich, auch getan. Aber er hat mal wieder rot bekommen, einfach wahrscheinlich auch, weil er Mario Balotelli ist. Ist ein bisschen sehr ärgerlich für ihn, weil er auch ausnahmsweise mal wieder gespielt hat, nachdem er ja längere Zeit auf der Bank saß. Schreibt mal in die Kommentare. Hashtag Balotelli und dann eure Meinung dazu. Muss fuck off, wenn es fuck off, ich weiß nicht, ob es fuck off war, aber ich glaube, es war fuck off, muss das rot geben. Und ist Balotelli allgemein bei den Schiedsrichtern immer so ein bisschen sowieso mehr risikobehaftet, beziehungsweise wird eher rot gegeben als anderen, weil er Balotelli ist. Bin ich mal interessiert über eure Meinung. Ansonsten, ich glaube, Barca, ich habe irgendwas mit Barca gelesen, ich weiß es aber nicht. In England, City muss ins Wiederholungsspiel, die haben gegen Huddersfield Town dummerweise nicht gewonnen. Jetzt habe ich, oh Gottes Willen, die haben gegen Huddersfield Town dummerweise 0-0 gespielt, was echt keine Glanzleistung ist, muss man ja ganz ehrlich mal sagen. Aber, ja, kommt vor. So, und jetzt gucken wir mal ganz kurz nach, wie Barca gespielt hat, weil ich meine, ich hätte da was gelesen, dass die gegen Leganés sich fast blamiert haben, und zwar mit 2-1. 90. Minute hat Messi erst den Siegtreffer gemacht per Elfmeter. Ja, guck mal einer an. Also Barca struggelt diese Saison. Nach dem 0-4 gegen PSG in der Champions League, jetzt auch in der Liga wieder gegen Leganés. Muss man sich da Gedanken machen? Ist die Meisterschaft in Spanien schon durch? Auch das könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich glaube nämlich schon, weil Real hat momentan, glaube ich, 7 Punkte Vorsprung mit den 2 Nachholspielen. Ein Punkt so schon, das ist schon eine ganze Menge. Und von daher glaube ich, dass Barca da nicht mehr rankommen wird. Aber gerne eure Meinung in den Kommentaren. Das war's von diesem Video. War sehr lang, ich weiß, aber ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Wenn das der Fall sein sollte, lasst einen Daumen nach oben da. Checkt die Links in der Beschreibung, abonniert diesen Kanal kostenlos, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was. Bis dann, macht's gut, haut rein. Und ciao.